Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ja, ich bin am Erforschen ein bisschen. Ich weiß nicht genau, wo es mich jetzt hintreibt. Um ehrlich zu sein, habe ich keinen genauen Plan aktuell. Den Turm hier, oh, weiß ich nicht, lohnt sich wahrscheinlich eher nicht. Da kriege ich nur wieder einen Zauberslot, die ich sowieso nicht wirklich benutze. Deswegen. Moment mal, wo ist denn hier überhaupt das Buch um. Warte mal. Nee, okay. Hier wird. Ich sehe gar kein. Normal ist doch hier immer so eine Statue mit so einem Buch vor den Türmen. Entweder bin ich blind. Ah, die ist kaputt. Ah ja, gut, aber irgendwo werden wahrscheinlich Schildkröten sein. Oder irgendwas in der Art. Ein Boss wird mich dort nicht erwarten. Ich guck mal, was da unten los ist. Oh, what the? No, Okay, alles klar. Okay. Er despawnt einfach, wenn ich hier hochgehe. Kommt er noch mal? Nee, okay. Hier spawnt einfach noch einer. Ich vermute mal, dass das hier eh. Eigentlich ein Weg nach oben ist. Eine Höhle. Drachenhügelhöhle. Na komm. Dann ein dicker Bär. Womo. Die Mutter ist am Start und auf der Insel Rügen aktuell. Hi. Grüße an alle auf der Insel Rügen da drüben. Da oben. Oh oh. Oh oh.
Ja, ihr brüll mich nicht an. Himmlischer Bär. Oh, shit. Okay. Der Bär ist bezwungen. Babybär-Mörder Thorsten, hi. Wärmender Stein. Der ist bestimmt gegen Frost oder so. Babybär? So klein sah der jetzt nicht aus. Seit dem Schwertwerf. Ach so, seit dem Boss. Ah, cool. Hallo Tiere. Talisman des Ziegenbocks. Was kann der? Talisman des Ziegenbocks. Da. Verstärkt euer Gleichgewicht. Okay, auch nicht schlecht. Ja, schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Moment. Moment. Bin ich zu schwer, wenn ich den Zauberstab auch noch ausrüste? Ja, Mist. Na, machen wir die Keule weg erstmal. War ich jetzt hier unten schon? Ist das hier der? Ja, hier war ich jetzt schon. Okay. Eine Laterne, die man sich an den Gürtel hängen kann. Gibt's sowas? Nee, hier sieht's doch auch nicht so aus, als könnte ich hier irgendeinen Weg öffnen, oder? Ich glaube, von hier bin ich gekommen. Ne, von hier bin ich gekommen. Zwei Händler. Oh mein Gott, sowas gibt's wirklich. Wolf? Wölfe. Okay, war das nur ein... Oh, noch einer. Rune, okay.
Wir haben hier schon wieder so eine drückende Stimmung in dieser Höhle, als würde mich aus jeder Ecke gleich irgendwas anspringen. So fühlt sich das an. Oh je, oh je, oh je. Ich verstecke mich im Busch. Diese leuchtende Kugel über meinem Kopf verrät mich bestimmt nicht. Aha. Kannst du mal... Du kleine Ratte da hinten. Ah! Hilfe, Hilfe! Ey, nein, 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 lass mich deinen Kumpel bitte prügeln. Nein, 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 ah! Ah, die Nerv-Kombo. Ja, da würde ich dir jetzt nach dieser kurzen Begrüßung tatsächlich absolut zustimmen, dass das eine Nerv-Kombo ist. Für den Werfer kann man schnell Gefühle entwickeln. Ja, das glaube ich. Absolut. Ich habe quasi schon Gefühle für ihn. So, Bärchen, mit dir wollen wir uns nicht nochmal anlegen. Hier geht's weiter. Und dann... Meine leuchtende Kugel über dem Kopf, die verrät mich auf keinen Fall. Wo ist denn mein Loot eigentlich? Da hinten. Nee, nee. Die verrät mich nicht, die Kugel. Über meinem Kopf. Bin hier im Busch, ihr seht mich nicht. Du siehst mich nicht. Auf keinen Fall kannst du mich sehen. Meine Kugel sagt dir gar nichts. Du verdammte Ratte. So, holen wir mal schnell den Loot wieder. Lol. Danke. Jo, passt. Flammendrachen-Talisman, cool. Easy, ja, war absolut okay. Dankeschön. Runen, ich sollte jetzt aufpassen, was ich tue. Eine Gnade, wunderbar.
Oh, das war minimal knapp vielleicht, aber nur minimal. So, also ich hab zwei, drei Sachen bekommen gerade, ne? Den Ziegenbock-Dinger habe ich schon angeguckt und Flammendrachen-Talisman ist ja klar. Oh, da wäre eigentlich auch mal cool, wenn ich die anderen noch bekomme vom Zauber und vom Blitz. Ein Frost gibt es bestimmt auch irgendwo, aber den habe ich noch nicht. Na gut, passt erstmal so. Ja. Ich guck mal, ob der Drache auf der Brücke, ob der einen Bossbalken kriegt. Schauen wir mal. Bist du ein Bossdrache? Moment. Falls du ein Bossdrache bist, will ich meine Keule haben. Yep, fliegender Drache Grail. Oh, du kriegst aber auch nicht viel Schaden. Ah. Shit, zu langsam, oder? Oh, nee, gereicht noch. Nice. Oh, okay, nee, passt. Alles easy. Ach, ich wollte gerade ausweichen drücken. Was machst du? Oh, aua. Dann hau ich dir halt weiter auf die Beine, wenn es sein muss. Sehr gut. Mist. Falsch gerollt. Läuft. Ja, läuft. Sauber, GG, easy, top. Dankeschön, Dankeschön. Hier einen nach dem anderen gerade. Hey, ich darf nur nicht übermütig werden. Ich darf jetzt hier nur nicht übermütig werden, sonst wird es wild. Wenn ich mich zu sicher fühle. Das ist in diesen Spielen. Man wird, ich muss mich gerade echt hart zurückhalten, ey. Der Riese schaut zu, ja. Absolut richtig. Absolut richtig. So, ich glaube, der da war auch ein Boss, der hatte auch einen Bossbalken. Der greift mich aber nicht von alleine an. Deswegen verstehe ich gar nicht, ist das sinnvoll, den anzugreifen da oben?
Oder greift er mich? Ich weiß gar nicht. Greift er mich von alleine an? Ich werde es gleich sehen. Ah doch, er will mich. Er will mich hart. Holy shit. Okay, das ist was anderes, als ich erwartet habe. Aua. Ups. der ist ziemlich flott. Der ist ziemlich flott unterwegs, der Kumpel. Der ist gut für deine Stimmung. Ja. So. Die Frage ist, große Keule oder kleines Schwert? Große Keule oder kleines Schwert ist hier die Frage. Und ich sollte auf jeden Fall oben an der anderen Gnade starten. Jetzt habe ich hier diesen kleinen Mistsack hinter mir und kann deswegen die Karte nicht aufrufen. Hallo. Jetzt hat. Kann ich den von hinten kritten? Nee, ne? Das ist nicht einfach so hier hingehen und dann... Was? Oh, holy shit. Er ist echt ein... Du bist ein Brocken. Oh, der zappelt. Der zappelt ja anders. Mist. Mist, Mist, Mist. Nee, ah, das war ärgerlich. Shit. Nein. Oh, das war knapp. Oh, das war aber auch richtig gut gelaufen, Mann. Ach, warum verkacke ich dann am Ende? Nice try, ja, das schon, ja. Okay, ich glaube, die Keule ist die richtige Entscheidung hier. Ich könnte mal das Schwert noch probieren. Nee. Boah, es reicht. Die Reichweite ist nicht so hoch von dem Ding. Okay.
Oh, er kommt, er prügelt nochmal nach hinten weg. Ach, warum treffe ich ihn nicht? Drei Schläge, die ins Nichts gegangen sind. Sehr, sehr ärgerlich. Was auch immer jetzt passiert. Hey, come on. Komm hier runter. Ich weiß nicht, wie viele Schläge ich schon ins Nichts gesammelt habe gerade. Ah, das reicht nicht. Shit. Oh, Scheiße. Schon wieder. Oh. Mist. Ah. Ey. Wie viele Schläge sind jetzt da ins Nichts gegangen? 15? 15 Schläge, die einfach vorbeigegangen sind? Das ist ärgerlich. Das ist richtig, richtig ärgerlich. Oh, vor allem, weil ich ihn eigentlich ja schon down hatte, so gut wie. Das war ja eigentlich schon erledigt, die Nummer hier. Oh, Hilfe. Oh, dieses Anvisieren. Hallo, da ist der Gegner. Mensch, warum lässt du mich die nicht anvisieren, Spiel? Mist. Da wollte ich zu viel. Oh, shit. Come on. Oh. Jetzt bloß keinen Scheiß machen. Nee, 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 genau so einen Scheiß meine ich. Andi, grüß dich, hi. Oh, come on! Das gibt's nicht.
Ja. Oh, das wurde jetzt am Ende noch knapp, hey. Glaubst du ja nicht. Thorsten und alle im Chat, Dankeschön. Gargoyle, Schwarzschwert. Gargoyle, Schwarzhellebarde. Nice. GG, GG, Dankeschön, Dankeschön. Hübschi auch am Start. So, okay. Also, was ist noch offen? Hier so ein paar Kleinigkeiten, so eine Höhle ist noch offen, da ist noch eine Höhle, die ich glaube ich noch nicht fertig habe. Irgendwo habe ich noch eine Höhle markiert, hier. Komm. Komm. Story voranbringen. Ich gehe nochmal zum Riesen. Ich gehe nochmal zum Riesen. Hoffentlich bringt er mich nicht zur Verzweiflung. Puh, okay. Also. Mit was will ich ihn verprügeln? Ich denke, die Keule ist gut. Ich könnte mal gucken, ob ich die Keule noch leveln kann. Ich guck mal, ob ich die Keule noch leveln kann. Was brauche ich denn? Wahrscheinlich 5er oder 6er Schmiedesteine? Mal schauen. Ja, und er sagt jetzt wieder, ich habe gedacht, du bist tot. Ja, ich habe euch für tot gehalten. Okay, einmal ist auf jeden Fall drin. Schmiedestein 6. Ich glaube, 6er kann ich noch nicht kaufen, ne? Kann ich 6er Schmiedesteine schon kaufen? Ja, 6er kann ich schon kaufen. 12 Stück brauche ich, ne? Hieß es. Für ein volles Stufe 6 Level. Das wird noch nicht reichen. Brauche ich noch ein paar mehr. Oh, jetzt brauche ich schon Schmiedestein 7? Okay, na gut, schade. Gut. Satz mit X. Die Angriffe des Riesen mehr verstehen, Miko. Ach was. Ich prügel den jetzt einfach in Grund und Boden und dann hat sich das erledigt. Auf die Dauer hilft nur Power. Thorsten, genau das. Genau das. So nämlich. Absteigen, reingehen, aufsteigen. Ich versuch's mal mit Standard. Ich versuche einfach sein Bein zu prügeln. Macht er jetzt seinen Teller-Move? Anderen, nicht den. Das ist gut. Oh, okay. Das ist schon mal in die Hose gegangen. Nice. Oh, ich prügel einhändig. Nicht gut. Beidhändig bitte.
Ah, welche Hand, welche Laser? Ist das die Laserhand jetzt oder was ist das nochmal? Ist das die Kugelhand? Das ist die Kugelhand. Scheiße. Ach, jetzt habe ich mich auf die dämliche Feuerkugel konzentriert, anstatt. Au. Ah, es brennt, es brennt. Raus aus dem Feuer. Oh Gott, da kam, ach, die Schleuder. Und da kommt wieder die Feuerkugel. Ah, komm, Feuerkugel, geh hoch. Jawohl, danke. Nein, ich stehe im Feuer, ich stehe im Feuer. Nicht gut. Und ich krieg mit dem Teller eine drauf und bin tot. Ah, das ist der ist so eine dreckige Mistsau. Dieser Gegner ist die größte. Ah, ich weiß nicht, ist das Schwert die richtige Wahl? Warte mal, ich bin ja ein Depp. Was mache ich denn hier eigentlich? Zack, ich habe doch. Oh mein Gott, okay, jetzt wird es vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher. Mal gucken. Ich renne die ganze Zeit mit diesem Blitzding gegen ihn an, obwohl er definitiv ein Feuerspucker ist. Hier an der Stelle kann ich ihn irgendwie kritisch treffen. Nee, ne? Geht nicht. Er geht einfach nur in die Knie. Hier wäre es halt auch so schön, wenn ich. Ah, shit, ich hab's nicht gesehen. Renn doch nicht weg vor mir jetzt, dahin, wo ich dich nicht mehr treffen kann. Das ist so ätzend. Was zum. Ach, Mann, ey. Ah, Mist, nicht gesehen, nicht genau gesehen, was er macht. Ah, Junge, Junge. Ah ja, der Laser. Der Feuerlaser. Und noch ein Feuerlaser. Nice. Zieh deinen Fuß halt genauso weg, wie ich es nicht brauchen kann, ne? Du dämliche Sau. Oh Mann! Aufs Knie. Jetzt reißt er sich erstmal sein Bein raus.
Jetzt rupft er sich erstmal sein Bein raus und frisst es, glaube ich. Das wollte ich mir nochmal angucken, was genau er hier tut. Ich glaube, er frisst es. So, und jetzt wäre es Beste, wenn ich seine Arme treffe, seine Unterarme. Ha. Ah, er opfert es für einen Feuergott. Sein Bein. Das kann natürlich auch sein. Okay, er frisst es nicht, sondern er, ja, er macht irgendwas Wildes damit. Hi, Kumpel. Okay, wo kann ich dich jetzt treffen? Da. Ja, sehr gut. Wichtig. Wichtiger Treffer an der Stelle. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh, nein. Auch wenn man dann im Boden nicht sehen kann, wo das Feuer einen trifft, ne? Ah. Ärgerlich. Das hat auch gar nicht so viel Schaden gemacht, in sein Auge zu prügeln. Ich hatte mit mehr Schaden gerechnet, ehrlich gesagt. Also ich glaube, die Keule ist ganz gut hier an der Stelle. Mit zwei Hits irgendwas mit 1500 Schaden, oder? Wenn ich das Bein treffe. Aufs Knie meinst du? Dass er vielleicht am Knie einen Schwachpunkt hat, wenn er in die Knie geht? Ja, das könnte ich mal gucken, ob da was ist. Aber ich glaube nicht, ich habe ja schon überall geguckt. Normal leuchten die Schwachpunkte ja so. Mist. Na, ah, jetzt macht er wieder seinen Brutzelscheiß, ne? Mist. Komme ich nicht rechtzeitig, um das zu verhindern. Ja, jetzt brennt halt alles, da kann ich jetzt nicht. Sein Bein ist wieder irgendwo. Nicht gesehen. Mist. Nee, Knie ist auch nix. Glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Okay. War keine schlechte erste Hälfte. War keine schlechte erste Hälfte. Oh oh, weg, 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 weg. Gut, gut, sehr gut.
Jetzt nicht so blöd abhauen hier jetzt. Vielleicht ist es hier jetzt an der Zeit, nee, auf dem Pferd zu kämpfen, dachte ich. Aber nein, er hat einfach mein Pferd gesnackt. Er hat es einfach gesnackt und wenn ich es jetzt rufen will... Oh, nicht lasern. Okay, Kugel bitte. Jawohl, weg damit. Sehr gut. Was machst du jetzt? Oh Gott. Ja, Vulkanausbruch. Action, Action. Ich renne einfach auf ihn zu. Ich renne einfach blind auf ihn zu. Und hau ihn. Ich mache halt hier kaum noch Schaden, ne? Weiß nicht, wo ich ihn treffen muss, dass ich besser oder wie ich ihn auch treffen kann. Oh, Feuerkugeln, jawohl, alles klar, gut ausgewichen, passt. Prügeln. Bitte nicht prügeln. Auf den Arm. Na, der Arm ist auch nicht wirklich viel mehr Schaden, aber ein bisschen. Es ist nie Zeit, auf dem Pferd zu kämpfen. Oh, doch, doch. Gegen manche Gegner geht das voll klar. Fokus. Ja, Miko, du hast absolut recht. Ich sollte nicht Chat lesen. Ah, ich weiß echt nicht, wo ich ihn treffen kann, dass er ein bisschen mehr doch da kriegt. War's das? Yes! Nice! Ah! Gut, gut. Danke, Leute. Dankeschön. Der, ja, genau, da war der Blutenschaden aus von meiner Keule hat mir gerade richtig was gebracht. Super. War jetzt auch in Ordnung. War jetzt auch in Ordnung. War nicht so schlimm wie beim letzten Versuch. Da habe ich mich ziemlich drüber aufgeregt. Da ist eine Gnade, jawohl. Ja, Miko, einfach mal zwischendurch. Ich sollte ab und zu vielleicht einfach ein bisschen mehr Backtracking machen. Um auch einfach ein bisschen, ja, runterzukommen und zu sehen, dass ich doch wesentlich stärker geworden bin mittlerweile, so, das gibt einem ja auch ein gutes Gefühl, wenn man dann zurück in ein anderes Gebiet geht und einfach die Gegner wegklatscht, ist natürlich auch eine schöne Sache und dann hat man auch einfach ein viel besseres Gefühl bei der ganzen Nummer. So. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, ob die Melanie ins Feuer geworfen werden will oder nicht. Also sie hat ja irgendwie gesagt, ja, meine Mutter hat es mir aufgetragen, bla bla. Aber ich bin mein eigenes Ich und meine Mutter hat nichts mehr zu melden und... Es hat mir Spaß gemacht, dir zu dienen. So, das war so ihr... aber... Muss ich da runter? Muss ich da rein? Kann ich da runter, ohne drauf zu gehen?
Nee, okay. Man stirbt instant. Es ist einfach ein Insta-Death. Scheiße. Ah. Yay, der Tod, den jeder sammelt. Geil. Frosch? Soll das ein Frosch sein? Danke für den Follow. Salkin Bam Bata. Hi, grüß dich. Und Frosch, hi, willkommen. Grüßt euch. Ja. Die Runen habe ich ausgegeben. Sind nicht mehr viele. Naja, 52.000. Aber nicht mehr die 180.000, die er mir gegeben hat. Salkin fragt, was geht? Ja, ich denke, du siehst es. In eine Schmiede springen und sterben war die Devise gerade eben. Und jetzt, guck mal, da drüben ist eine Gnade. Da wird Melanie mit mir sprechen. Und ich will sie aber nicht in die Schmiede schmeißen. Mir wurde gesagt, ich kann den Eldenbaum auch anders abfackeln. Long observed the lands between. This world is in dire need of repair. Jemand muss sie heilen, okay? Indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? Also Leute, ist das jetzt die Frage? Ist das jetzt die Frage, ob sie in die Schmiede springt? Weil wenn ja, ich will eigentlich die andere Option nehmen. Ich möchte unter Leyndell gucken, ob ich mich selber anzünden kann. Um den Eldenbaum anzufackeln. Weil das war ja die andere Option, die mir aufertragen wurde. Wenn ich jetzt, ich bin bereit, drücke, dann springt sie wahrscheinlich ins Feuer. Ich will sie aber nicht opfern. Ich finde sie eigentlich ganz lieb. Feuer frei? Nein. Tell me, when you are fully prepared. Bist du für Chaos? Elden Ring-Videos auf YouTube. Cool. Du kriegst die Krise, wenn du mir zuguckst. Aber es freut mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Du musst sie opfern. Nee, muss ich nicht. Ich gehe jetzt. Mir wurde gesagt, ich habe auch eine andere Option. Und zwar wurde mir gesagt, ich kann unter Leyndell. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich mich selber zum Zunder mache und nicht meine Maid anfackeln muss? Und da suchen wir jetzt den Weg hin. Wir suchen jetzt den Weg in die Kanalisation von Leyndell. So. Jetzt ist die Frage, wo? Wie komme ich hier in eine Kanalisation? Ich hatte schon irgendwo einen Weg gesehen, der nach unten geführt hatte. Tiefer. Ich guck mal hier unten, ob da was geht. Oh Gott, euch habe ich doch schon alle verprügelt. Warum muss ich jetzt nochmal mit euch prügeln? Da unten. Da will ich eigentlich hin. Kann ich hier runterhüpfen, ohne zu sterben? Yes, danke. Dann muss ich mich nämlich nicht mit denen da oben quälen. Ach, die Riesenkeule ist schon auch geil, ey. Folge 30, ja, es kommt ja morgen, kommen ja auch nochmal zwei Folgen, also da gibt es noch ein bisschen
zu erleben auf YouTube, wenn ihr noch hinterherhängt. Allerdings könnt ihr das ja dann in Folge 32, bin ich ziemlich ausgerastet, am Ende. Da mache ich wahrscheinlich auch noch einen Short draus. Ein Faden. Bitte tu es nicht, geh nicht darunter. Doch, das ist... Ich will Melanie nicht abfackeln. Flippo, hau rein. Ihr beide springt mich jetzt an, wenn ich den Loot hole, oder wie? Okay. Frosch, warum? Also ich... Nee, sag mir nicht warum. Das ist so... Mir wurde gesagt, ich kann hier unten irgendwie mich selber anfackeln. Also, das ist mein Plan. Oh. Das große eiskalte Händchen. Bin ich jetzt wegen diesem Dunkelschmiedestein hierher gekommen? Ach. Nee, das ist... Da, Thorsten. Thorsten gibt da die richtige Antwort. Okay, also da lang nicht. Jetzt gucke ich mal hier lang, wie es da aussieht. Ich höre hier was, aber das könnte auch oben sein. Oder unter mir. Oh, hi. Nein! Ach, ihr seid Nervviecher. Nom nom nom, genau. Ey Frosch, das ist tatsächlich... Wurde mir auch schon mehrfach gesagt, dass ja auch das irgendwie den Reiz ausmacht der ganzen Nummer, dass ich nicht Bescheid weiß. Nur ein Nachteil für mich. Ja, ich will aber Melanie nicht abfackeln. Thor Sepp, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Mega. Freut mich, dass hier so viel los ist heute Abend. Also es freut mich natürlich auch an jedem anderen Abend, wenn weniger los ist, aber ihr versteht das sicherlich, dass wenn man so etwas tut, wie ich hier so einen Stream- und YouTube-Kanal versucht aufzubauen, dass es einen dann natürlich sehr freut, wenn ein bisschen mehr los ist. So wichtig kann sie dir nicht sein, wenn du den Namen falsch sagst. Jetzt bin ich hier. Sag mal, wieso... Das gibt's doch gar nicht. Nee, okay, hier komme ich nicht weiter. Das war schon der richtige Weg, mehr oder weniger. Der Thorsten hat keinen Nachteil gesehen. Ja, Salkin, ey, ich guck mal, was mich da unten erwartet auf jeden Fall.
Ist ja noch nichts final. Wenn sich da irgendwie zeigt, so. Wenn sich mir zeigt. Aber hier scheint. Hier ist doch auch nichts. Nee, dann. Das passt doch auch nicht. Nee, dann muss ich in die andere Richtung. Also, nochmal. Dann mache ich das doch. Nee, ich habe gerade alles gekillt. Also, kann ich hier eigentlich irgendwie ein Tor öffnen oder so? Nee, hatte ich schon geguckt. Das schlechte Ende. Oh weh, jetzt kommen da schon solche Drops. Ihr könnt mir helfen. Ihr wollt das gute Ende sehen, oder wie? Ist euch das wie... Oh Gott! Oh, ich hab's gewusst. Man weiß ja, dass was kommt. Man weiß ja, dass was kommt, weil es... Aber ich hab nicht damit gerechnet, dass es so groß und... Was bist du überhaupt für ein hässliches Wesen? Und es scheint kein Boss zu sein. Ja gut, nee, dann lege ich mich nicht weiter mit dir an. Danke fürs Gespräch. Tschüss! Ich wusste ja, dass es kommt und trotzdem habe ich mich erschreckt. Muss ich da lang? Ja, bleib mal weg. Was bist du eigentlich für einer? Hau mal ab. Ja, lass mich doch in Ruhe jetzt da, du riesen hässliches Mistvieh. Kapuze der Schuldigen. Aha. Gibt kein schlechtes Ende. Das sehe ich auch so. Wenn ich das Spiel geschafft habe, dann ist es auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht. Und dann ist es für mich ja ein gutes Ende. So, hier war ich aber schon auf der Seite. Hä? Aber, also, hä? Ich bin, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg hier unten, weil ihr ja auch so reagiert, dass ich hier irgendwie... Gehe nicht da runter und so, und hier bin ich doch... Ich hätte jetzt gesagt, ich müsste Richtung Eldenbaum. Dass ich irgendwie unterhalb des Eldenbaums irgendwas machen kann, und der ist in dieser Richtung. Aber hier ist nichts. Da oben. Da oben geht was. Ich muss ja erstmal den Weg finden dahin. Sauron-Ende. Sauron gab es in Dark Souls 2. Ich war noch nie in der Kanalisation. Nein, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Also hier, das ist ja offensichtlich Kanalisation, aber anscheinend die falsche. Nee, nein, ich war da noch nie. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe nur gesagt, ich habe vielleicht schon mal irgendwie einen Hint bekommen und das war eigentlich das hier, was ich gesehen habe. Vielleicht von hier? Befestigtes Anwesen Erdgeschoss. Könnte sein. Boah, das wird jetzt eine stundenlange Sucherei, glaube ich. Ich glaube, ihr müsst mir helfen. Also, weil jeden Winkel von Leyndell jetzt dadurch suchen, weiß ich nicht. Nö. Okay. Such, ja, Thorsten, ja, ist ja okay. Verstehe ich auch. Oh. Okay. Oh, Miku, da legst du dich jetzt mit Thorsten an. Weiß ich zumindest, nach was ich suchen muss. Das ist schon mal sehr lieb. Den Brunnen musst du finden. Okay. Also hier glaube ich nicht. Sieht nicht so aus, als wäre hier ein Brunnen irgendwo, außer einer riesigen Drachen.
hat sie. Kannst du... Wie wär's, wenn wir nicht aufeinander schießen? Ich lass dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. Nee? Du willst verprügelt werden, ja? Du hast da Bock drauf. Ey! Okay, ich werde verprügelt, ganz offensichtlich. Oh, gegen zwei ist halt schon so eine Nummer, ne? Ich hab den... Nein! Ah, den vollkommen komplett falschen Rhythmus gerade gehabt gegen seinen Brutzelspeer. Schande. Wo bin ich hier nochmal rausgegangen? Da vorne irgendwo? Ich weiß es gar nicht. Das ist alles so verwirrend. Ich bin verwirrt. Ja, hier. Weil das war nämlich irgendwas mit 70.000 Dings. Da kann ich ja leveln von. Wo habe ich denn so viele überhaupt herbekommen? Wann habe ich die gesammelt? Was ist das alles von den Ratten aus der Kanalisation? Das kann ja fast nicht sein. Nicht schießen. Ich habe keinen Stress mit euch. Immer noch nicht. Lasst mal. Lasst mal bleiben. Einmal schnell leveln. Okay, also einen Brunnen suche ich. Dann schaue ich doch einfach mal von oben, von hier, ob ich... Oh, wait. Die Ecke, da war ich noch wenig. War das ein Brunnen? Ich glaube, das war ein Brunnen, der dort steht. Ich glaube, da war ein Brunnen. Kalt, sagt der Julius. Ja, dann gucke ich jetzt trotzdem kurz in die Ecke. Aber da ist doch ein Brunnen. Guckt euch mal an, wie schön der ist. Habe ich doch richtig im Kopf gehabt. Hier steht ein Brunnen. Und hier war ich noch nicht. Julius, das sieht für mich verdammt richtig aus. Ui, hi. Irgendwie. Mache ich eigentlich mit Schotterstein? Ich habe keine Ahnung. Und warum sind hier alle Türen zugeklebt? Ey, nicht pieksen. Ich bin der Einzige, der hier pieksen darf. Ich habe nämlich einen Zahnstocher. Wait, ihr steht wieder auf? Warum stehst du wieder auf? Nicht wieder aufstehen. Bleibst du jetzt liegen? Jetzt bleibst du liegen. Okay, verstanden. Verstanden, wie ihr funktioniert.
Ah, hier war ich schon. Okay. Hey! Oh, wow, 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 wow. Leute, 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 macht mal halblang. Könnt ihr mal aufhören, mich zu bewerfen? Ganz schön mies. Stopp, stopp. So Zappelprügeleien mag ich nicht. Klärende Boli. Mhm. Mhm. Lecker, lecker. Gut, Julius, ich glaub dir, ich bin hier falsch. Oh, wait, was ist das? Sass. Okay, nur noch halb so sass. Okay, danke. Wo komme ich hier raus? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ha. Also, Julius sagt in die andere Richtung, hier lang. Da hinten vielleicht? Nicht in die Tröte blasen, Kollege. Und zack. Aha. Das ist ein Brunnen. Noch kälter, sagt er. Aber das habe ich von unten gesehen. Hier war ich auch noch nicht. War ich hier schon? Ah, Ziegendämon. Hi. Au. Dämlicher Ziegendämon. Maske des grinsenden Mahls. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Schmiedestein 6. Eine Gnade. Okay. Lionels Helm, Lionels Rüstung, Lionels Stulpen, Lionels Beinschutz. Sterbebettkleid, okay. Der stirbt sogar fast so wie der Ziegendämon. Ich weiß es gar nicht. Ja, der geht auch so in die Knie, ne? Glaube, ja. Okay, hier sind wir wieder bei der Treppe. Und da unten war ich. Hey, was ist heute los? Hey, Salkin Bambata. War mir da jetzt wieder nicht sicher, ob ich richtig gelesen habe. Salkin Bambata, danke für den Follow. Dankeschön. Was zu essen gemacht? Lass es dir schmecken. Was gibt's denn Feines?
Nee, fühle ich nicht die Seite irgendwie. Ich glaube, hier war ich auch schon überall. Weiter oben vielleicht. Warte mal. Hier oben, ist, da gibt es doch auch so Brunnenzeug. Ich guck mal dahin. Pasta. Sehr gut. Kriege ich nachher vielleicht auch noch eine Portion. Müssen wir mal gucken. Weil nachher... Ich tease es jetzt an, aber ich kann es nicht versprechen. Es könnte sein, dass es nicht stattfindet, Leute. Nehmt das nicht für gegeben. Aber es könnte sein, dass die Chefin heute sich in Dark Souls 1 probiert. Es könnte sein. Die Option besteht ein kleines bisschen. Da ist auch noch ein Brunnen. Und wenn die Chefin sich in Dark Souls 1 probiert, könnte ich ja easy nebenher was essen. nee, hier wollte ich gar nicht hin, ich wollte dahin. Wo ist diese Treppe, die nach oben geht? Da vorne. Loot? Eine Rune. Was ist das für Loot? Schlotterstein, okay. Oh Gott. Lasst mich mal in Ruhe, bitte. Machen wir das mal nicht, okay? Ups. Vielleicht habe ich mich in eine etwas missliche Lage gebracht. Wir kommen hier schon irgendwie wieder raus. Kann ich bei dir was machen? Nee. Kann ich irgendwie diesen Brunnen öffnen? Ist das der falsche Brunnen? Das ist wahrscheinlich der falsche Brunnen. Ich vermute, dass es so ein Brunnen ist, in den man so richtig reinspringen kann. Hey! Grüßt euch, Leute. Was war hier hinten nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ey! Nicht blitzen! Hier irgendwo? Nee, auch nicht. Sah irgendwie seltsam aus. Warte mal. Das sieht doch so aus, als könnte ich hier runterhüpfen. Wo ist der Schalter? Und Sepp? Alter, dankeschön. Danke für den Prime Sub. Oder für den Sub. Ich weiß gar nicht, warum man da differenzieren sollte. Danke für den Sub. Es sieht so aus, als wäre hier da unten ist ganz viel Zeug und eine Plattform, da kann ich drauf. Wie kriege ich dieses Loch auf? Mach das Loch auf. Hier irgendwas. Hämliche Hunde. Und du guckst einfach nur zu, wie deine Kumpels gekillt werden. Schlechter Hund. Schlechter Kumpelhund. Hi. Grüß dich. Darf ich bitten? Ich muss hier mal vorbei. Oh, hi.
Ha. Ach so, hier war die Nummer mit der... Ja. Okay, okay, alles gut. Hier war ich schon mal... Naja, jetzt muss ich euch verprügeln, ne? Ihr kommt nämlich nach. Nicht parfümieren hier. Hör auf, rumzuparfümieren, du hässlicher... Kill ich euch jetzt halt. So. Ja, zu dir wäre ich eh gleich gekommen. Mir jetzt auch nicht nachlaufen müssen, Laendel-Ritter. Hallo? Nee, ich will... Ach, Spiel. Da saß ganz offensichtlich einer. Da brauchst du jetzt nicht meinen, dass ich irgendwas anderes anvisieren will. Hier in der Ecke ist doch aber auch nichts. Hm. Ich bin... auf der Suche. Ist du ein Brunnen? Nee. Was ist das hier alles? Sorry, dass ich eure Einrichtung kaputt mache, aber ich muss hier mal durch. Und ihr Traurigen, die ihr hier rumsitzt. Ach so. Lol. Komme ich hier wieder raus. Okay. Ich habe euch nur erlöst. Ich bin schon eher so der Böse in diesem ganzen, auf dieser ganzen Welt hier, ne? Überall, wo ich hingehe, hinterlasse ich eine Spur der Verwüstung. Alles stirbt, wo ich war. Manchmal sterbe auch ich, aber meistens stirbt alles andere. Hier war ich doch auch schon. Hm. Also... Was sieht denn hier noch brunnenmäßig aus? Also ich meine, ja, nee, weiter oben in die Stadt, finde ich, macht irgendwie wenig Sinn. Warum sollte weiter oben ein Brunnen sein, der mich weiter runterbringt? Aber unten war ich ja jetzt schon überall, oder? Oder noch nicht? Ey! Was wird das hier? Bei dem Pfeifenboy? Vielleicht. Alle Medaillons gesammelt. Alle Medaillons. Meinst du... ja, Medaillons. Weiß ich nicht. Nee, das sind noch lange nicht alle wahrscheinlich. Bin auch ganz zufrieden mit den Medaillons, die ich habe.
War hier ein Brunnen? Nee. Die für die Aufzüge. Ach so, die. Ne, mir fehlt die linke Hälfte des Heiligbaummedaillons. Heiligbaummedaillons. Aber bis jetzt brauche ich es ja nicht. Weißt du was? Du gehst mir echt auf den Sack mit deiner Flöterei. Du lässt den extra immer leben. Tja, so unterscheidet sich. Unterscheiden sich manche Leute voneinander, ne? Mich hat das jetzt irgendwie genervt, weil ich auf der Suche nach was bin und es nicht finde. Ich sehe auch auf der Map irgendwie, das könnte noch ein Brunnen sein, ne? Jetzt habe ich dann gleich die ganze Stadt aufgeräumt. Demnächst, bald, vielleicht, irgendwann. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal nach rechts unten, weil ich einfach dort auch noch einen Ritter nicht gekillt habe und da hinten in der Ecke noch nicht war. Hier rechts rum. Da ist irgendwie so ein, da ist noch irgendein Ritter unterwegs und... Ah ja, das war ja einer, den ich eigentlich gut parieren kann, ne? Wir probieren es mal mit der dicken Keule. Warte. Ich habe das letzte Mal schon Probleme mit dir gehabt, ne? Scheiße. Na bitte, das wollte ich. Ah, fuck. Ach, wie viel Schaden der mit seinem Ding dann am Ende macht. Ärgerlich. Ich hab schon wieder eine große Fresse gehabt. Ich hab fast die ganze Stadt aufgeräumt. Bald lebt hier gar nichts mehr. Jetzt lebt wieder alles. Mist. So, mein Lieber, ich habe Lust auf Parieren. Theoretisch kann ich das mit der Keule ja jetzt machen. Schauen wir mal, was passiert. Hi. Ah? Ah? Nee, warte kurz. Ja, Kumpel, ich weiß nicht, ob dir deine Stampferei so weit hilft, ne? Kannst du auch sein lassen, eigentlich. Den Stampfschaden, den akzeptiere ich einfach. Ah, jetzt nicht mehr. Man muss es ja nicht übertreiben. Ich hab halt gedrückt, ne? Aber wohl. Oh, 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 oh.
Na bitte, geht doch. Gigi, danke. Auch wenn ich es jetzt nicht, weiß nicht, wurde ja nicht als Boss angezeigt, der Kumpel. Aber es ist theoretisch einer dieser Ritter, ne? Wo geht's hier hin? Nach oben. Die Dudes sind immer für einen Tod zu haben. Ach. Guck mal, hier sind wir. Okay, wo sehe ich von hier oben irgendwo einen Brunnen? Puh. Also Leute, jetzt weiß ich dann langsam nicht mehr. Jetzt weiß ich langsam nicht mehr weiter. Ich würde dir ja nicht helfen, aber ich weiß sowieso nicht mehr, wo der ist. Thorsten. Ja. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Aber vielen Dank für die Mühen. Vielleicht irgendwo. Vielleicht doch dort irgendwo. Bin ich denn, ja Leute, bin ich denn schon mal in der Nähe des Brunnens gewesen? Machen wir es mal so. Bin ich schon mal in der Nähe gewesen heute hier, währenddem ich in Leyndell war? Bestimmt. Naja. Da unten? Nee, oder? Ist da hinten? Ist kein Brunnen. Das gibt's doch gar nicht. Also wenn ihr nicht gesagt hättet. Ah, der Godlike, hi. Auch mal geschafft. Und auch schon ein Abo am Start. Grüß dich, hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Es freut mich, dass auch der ein oder andere von YouTube hierher gefunden hat. Mega. Oh, Hilfe! Ach, ihr Bazis. Na, Fluffy, auch wieder am Start. Hey, richtig was... Ah, da ist er! Da ist er! Das muss der Brunnen sein! Das ist er! Oh, Mann, ey! Zufällig. Hier drüber gestolpert, schau mal an. Nee, das ist er nicht. Doch, öffnen. Fluffy, hi, Unstoppable. Alle am Start. Miko, Thorsten, Salkin, Frosch, Seval war, glaube ich, vorhin auch schon da. Es freut mich riesig. Und auch an die Leute auf YouTube. Nochmal. Ihr seid einfach der Shit. Schreist du heute oder muss das so? Es kann sein, dass mein Mikro aus Versehen einen Ticken zu laut geworden ist. Seval, da ist er. Ich habe die Frage gestellt und bin dann allein in die richtige Richtung gelaufen. Bin ich zu laut, Fluffy? Soll ich mich einen Ticken leiser stellen? Es kann schon sein, ich habe ein bisschen was rumgestellt an den Einstellungen. Bisher hatte sich keiner beschwert und deswegen war ich so, ja, passt schon. Nee. Wenn sich keiner beschwert, gibt's auch nichts zu ändern. Aber kann mich auch noch einen Ticken leiser wieder machen. Ich hasse ja solche Umgebungen. Weil das hier birgt Erschreckpotenzial und ich mag's gar nicht, mich zu erschrecken.
Nee, also wenn ich im Vergleich zum Spielsound zu laut bin, ne? Aber wie gesagt, dass keiner was gesagt hat, gehe ich davon aus, dass es passt. Oh nee, wer bist du denn? Hab ich euch nicht schon 100 Mal bekämpft mittlerweile? Du bist doch Margit. Margit in Klein? Nee, du bist nicht Margit. Ich weiß nicht, was du bist, aber du kriegst jetzt mein Schwert zu spüren. Bisschen viel Schaden gekriegt, für meinen Geschmack. Mit Kopfhörer geht's. Margits verlorener Bruder. Ja, Leute, dann mache ich doch einen Ticken lauter das Spiel. So, müsste jetzt besser sein. Hier sind noch mehr davon. Ah, da ist eine Gnade, wunderbar. Jetzt spawnen die aber wieder, ne? Ich glaube, dann gehe ich erst... Ah, wobei, die waren jetzt auch schnell tot. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Okay. Ja, komm, nee, ich fühle mich auf. Morgut, hast du schon erledigt, habe ich gesehen. Ich habe auch, das war, ich hatte auch gedacht, ich hänge da länger dran. Unstoppable, beziehungsweise godlike. Godlike. Entschuldigung, irgendwie überkam es mich da gerade. Ich dachte auch so insgesamt, dass es ein bisschen länger gehen würde, aber anscheinend... Ey! Ey! Also die mit der Axt, die sind schon... Anderes Moveset hier. Na bitte. Ja, ich dachte, bei Morgott hänge ich auch länger. Vor allem, weil er wirklich so... Das Erste, was ich von ihm gesehen habe, war ja das Zappel hoch 10. Und es ging dann aber. War absolut akzeptabel. Das ist jetzt hier so ein Kanalisationslabyrinth. Ach du Scheiße. Oh Mann. Das wird jetzt ein bisschen eine längere Aufnahme, Leute. Ticken länger. Die auf YouTube freut es vielleicht. Und ich bin mir sicher... Die Ladies and Gentlemen hier auf Twitch ebenfalls. Deswegen passt das schon. Nicht runter schmeißen! 51.000 Seelen.
Okay. Mist. Oh, ich hasse diese. Hässlichen kleinen Mistviecher. Hässliche kleine Mistviecher. Hi, hier bin ich. Kommst du jetzt hoch oder nicht? Was ist mit dir? Ja, na bitte, geht doch. Geh wieder runter, danke. Und tschüss. Hopp. Wait. Und der steht da hinten und guckt zu, wie sein Kumpel stirbt, ne? Habe ich auch kein Problem mit. Und tschüss. Hier ging es, glaube ich, wirklich nur um diese Asche. Ah ne, hier kann ich ein Tor aufmachen. Das führt mich dann zum Anfang. Okay, aber... Da ist auch eine Leiter. Hä? Oh Gott, Kanalisationslabyrinth. Wie ich da jetzt Lust drauf hab, ne? Was ist das für eine Leiter? War ich da schon mal? Ich weiß es nicht. Könnt ihr bitte nicht? Oh, er macht, packt den Wrestling-Move aus. Nee, 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 Leute. Nee, 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 nee. Bleibt ihr mal da oben. Ich gucke mich hier unten noch ein bisschen um. Es hat noch nicht mal richtig angefangen, sagt er. No! Was macht er da? Ja, Sepp, genau das. Genau, ich denk's mir nämlich schon so ein bisschen. Langsam. So langsam denke ich mir genau das. Nee, da ist auch so... Nee, ich hätte springen sollen. Scheiße. Da ist so ein Sniper. Sniperkrebs ist hier unten. So ein Flusskrebs. Wenn du dir keine Sorgen um Seelen machen willst. Oh, du, da mache ich mir eh nicht so viele Sorgen drum, um ehrlich zu sein. So, was war denn jetzt hier? Ach, die Leiter habe ich gesehen. Ja doch, genau. Bin ich von hier gekommen? Von hier oben? Ja, bin ich. Ich bin doch doof. Natürlich bin ich von da oben gekommen. So, warte mal, mein Guter. Können wir das bitte lassen? Und nicht mit Messern um sich werfen? Gerade für so einen Kleinen wie dich ist das nichts Gutes.
Einfach so mit Messern um sich zu schmeißen. So, wo geht's jetzt hier theoretisch weiter? Ich bin verwirrt. Hüpfe ich da jetzt runter auf das andere Rohr? Hier so? Ja, das habe ich mal überlebt. Oh, ich habe aber keine Lust gegen den... gegen den Sniper-Skorpion zu kämpfen, ehrlich gesagt, da unten. Deswegen hau ich jetzt ab. Lauf! Hier sind noch mehr davon. Shit! Oh, hi. Dich nehme ich noch mit, wenn es geht. Dankeschön. Oh, warte, da ist noch ein Loot. Mooks Kette. Ist das ein Talisman? Könnte sein. Aha, guck mal. Zum Glück bin ich nochmal zurückgegangen. Und guck mir, hab mich nochmal kurz umgeschaut. Mooks Kette. Hallo? Ja, dann gehe ich halt an die Gnade. Oh, 4000 fehlen. Welche gibt so ungefähr 4000? Dann nehmen wir davon eine. Müsste passen. Ah! Okay, das waren nur 3000. So. Hallo? Okay, Moment. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ist das hier nur so ein... Sieht man leider nicht. Ist das so ein Nebenabschnitt, der als Dungeon zählt und hier ist, ist der Hauptweg, der weitergeht? Ne, hier geht's nach oben. Das Gebiet komplett durchzustöbern lohnt sich. Was seid ihr? Warum seid ihr Geister? Lass mal bleiben. Ah, ihr steht einfach wieder auf. Ja, so haben wir aber nicht gewettet. Wo geht's denn hier oben jetzt wieder hin? Nee, lass mal. Ich brauch dich ja eh nicht bekämpfen in dem Fall. Okay, vielleicht muss ich dich kurz bekämpfen. Nee, muss ich nicht. Oh, okay, hier komme ich raus. Warte. Nee, warte. Nee. Nee, 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 nee. Stopp, 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 stopp. Ich bin auf dem falschen Weg, tut mir leid. Ich bin vom Weg abgekommen. Sorry. Ja, hier gibt es einige große Runen. Also so 10, 8, 10, 11. Tschüss. Jetzt habe ich noch nicht geguckt, was Morgos Kette. Dann lieber die Geister. Ja. So, jetzt ganz kurz. War das ein... Ist das ein Medaillon gewesen? Halt so eine Kette hier? Nee. Was war denn das? Was hab ich denn da bekommen? Mooks irgendwas. Ah, das, oder? Mooks Kette. Bindet kurz den gefangenen Mook auf Erden. Aha.
Obwohl nur noch Spuren ihrer früheren Macht verbleiben, sind diese Fesseln noch immer stark genug, um Mog auf Erden festzuhalten, wenn auch nur kurzzeitig. Gehüllter Fetisch. In goldene Magie gehüllter Fetisch. Unstoppable, da musst du am besten die Jungs und Mädels im Chat fragen. Die haben auf jeden Fall mehr Ahnung. Lords of the Fallen muss man aber vorsichtig sein. Da gibt es zwei verschiedene Versionen. Es gibt ja ein neues und ein altes. Wait, war hier ein Hebel? Nee. Was ist das hier? Warum giftet es hier? Microsoft Flight Simulator. Fluffy, genau das. Auf jeden Fall den Microsoft Flight Simulator nehmen. Große Flamme. Unnötig. Feuerli. Oh, ihr brennt. Ah, ihr explodiert, ne? Oh, shit. Vergessen, dass die explodieren, die Jungs. Ja, irgendwer will mich wirklich davon abhalten, mich selbst anzuzünden. Hi. Aua. Au. Au. Okay. Ja, also Dark Souls 3 ist ja aber auch so ein Ding, ne? Da brauchst du auch kein anderes Dark Souls vorher gespielt zu haben, um das irgendwie zu verstehen. Das ist halt auch irgendwie der Vorteil von den Dark Souls Spielen. Die stehen alle alleine irgendwie auch ganz gut da. Ohne... Also die hätten auch anders heißen können. Sag mal... Bin ich jetzt hier falsch? Ah. Ah ne, okay, das ist tatsächlich... Hier komme ich nach oben. Geh mal wieder runter. Lies of P nicht gespielt, aber in Let's Plays habe ich genug gesehen, um es nie zu spielen. LOF. Achso, nee, du meinst Lords of the Fallen. Komm. Geh wieder hoch. Hallo? Danke. Ah, er hat mich bemerkt. Schade. Grüß dich. Oh oh, oh oh,
Oh, oh nein! Na, no. Stoppen Sie Ihre Angriffe! Oh, Schande, was ist hier los? Du brauchst nicht mehr viel und verprügelst mich trotzdem. Ach, komm, ey. Na bitte, geht doch. Mei, oh mei, oh mei. Schuppentalisman des Schmelztiegels. DLC kommt bald, ja. Die Zeit habe ich noch für Elden Ring. Hä? Ich verstehe nicht. Sehr verehrte Damen und Herren, ich verstehe nicht. Wo soll ich hin? Was soll ich tun? Ich bin verwirrt, ahnungslos und ein absoluter Kacknoob. Schwierig zu erklären. Ja, alles gut, Miku. Alles gut. Ich teile gerade nur so ein bisschen meine Gedanken mit. Verwirrter alter Mann. Gibt's da nicht irgendwie so ein Running Gag in irgendeiner Serie oder einem... Von einem Gerät versperrt? Hey! Welches Gerät? Ich war doch hier jetzt überall. Ich habe alles getötet. Nee, da oben ist das Gerät. Wait. Moment. Der Gerät. Moment. Aber ich hab doch von... Okay, muss ich hier runterhüpfen vielleicht? Weil es da unten so aussieht, als hätte ich einen Kill gemacht, aber ich... Ach, guck mal. Ich sammle jetzt dieses Ding hier ein, wenn das nachher nicht mehr da ist. Nicht runter heißt es da. Wait. Was ist das jetzt für eine Tür? Hä? What the fuck? Oh, hi, Christi, servus. Ja, mei. Wo kommen Sie denn her? Könntet Sie bitte kurz, können wir zwei in aller Ruhe miteinander reden vielleicht? Nein? Nun, dann hauen wir uns wohl. Ich habe keine Heilung mehr.
Salkin, absolut korrekt. So sieht's nämlich aus. Okay, keine Ahnung, wo es da oben hingeht. Das ist hier so ein mieses Labyrinth, ne? Hä, war ich jetzt hier schon oder nicht? Hä? Da vorne ist diese Feuersäule unten. Ja, dann habe ich ja doch irgendwie die Tür geöffnet. Nee, habe ich eigentlich nicht. Was ist das hier? Also normalerweise habe ich ja echt einen Orientierungssinn, ne? Aber das spielt gerade mit meinem... Also hier, die spielen gerade wirklich mit meinem... Du schaffst das schon runtergesprungen, um bis zu eine Blume zu pflanzen. Was zum Teufel? Ihr macht's nicht besser. Ihr macht es nicht besser. Oh, du lebst. Was war hier oben nochmal? Nee, hier habe ich ja diesen Typen verprügelt. Moment, hier war ich noch nicht. Das ist jetzt schlecht, Jungs. Das ist ein bisschen schlecht hier gegen euch zwei. Ihr seid mitunter die Hassgegner des Todes für mich. Weil ihr so zappelig rumprügelt. Danke, das wird jetzt langsam eng. Hier könnte ich richtig sein. Ja, hier bin ich richtig. Jetzt darf ich nur nicht draufgehen. An dem zum Beispiel. Mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei, ey. Sakramentsknospe. Okay. Genau, hier ist nämlich keine... Oh, hier ist nämlich keine Blume. Das hat mich dann so ein bisschen irritiert. Da dachte ich dann, wait a minute. Jetzt ist die Tür offen. So, wo ist die Gnade? Wo war die noch? Hier, yeah, passt. So, was erwartet mich? Welcher Gegner versucht sich mit mir... Nee, was ist das hier für eine Zappelei? Okay. Okay.
Probieren wir jetzt noch ein, zweimal. Bluthunde. Sind die Hunde schlimmer als die Lady? Sollte ich mich vielleicht erst um die Hunde kümmern? Ah, ich darf nicht. Ich darf nicht. No, falsche Richtung. Ah, nicht auf sie zurollen. Wegrollen, wegrollen. Saufen. Wegrollen. Blutverlust. Hilfe, ich sterbe. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Hör auf mit Fliegen um dich zu schmeißen. Nee. Bin kein Fliegenfreund. Aua. Nee, 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 nee. Stopp, 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 stopp. Saufen, 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 saufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe! Ah, okay. Alles gut. Nichts passiert. Sie können weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Jubel des Blutes. Okay. Ich hab's geschafft. Was liegt hier noch rum? Ja, ich glaube auch, dass ich einen HP hatte noch. Oh. Ich dachte, ich sehe noch irgendwie einen Endboss, bei dem ich mich anzünden kann. Aber habe ich jetzt nicht gesehen. Leute auf Twitch, bleibt noch einen Moment dran. Aber YouTube, vielen, vielen Dank fürs Einschalten erneut. Jetzt wieder mal eine sehr lange Folge hier mit 2 Stunden, 10 Minuten. Aber es hat halt gerade so reingepasst. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.